Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen ramontischen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut und zwar heute mit den Patch Notes 9.2 tatsächlich. Ja, es geht endlich los. Die neue Season wird mit diesem Patch quasi anfangen. Das bedeutet, ihr könnt ab morgen die neuen Placement-Matches machen. Ich denke mal, viele von euch freuen sich drauf. Morgen wird es wahrscheinlich das komplette Chaos geben. Viele von euch werden sehr, sehr enttäuscht sein nach ihren ersten Placement-Matches. Das weiß ich jetzt schon. Jeder geht so dran, boah, ich werde die ersten 8, ich werde die ersten 10 gewinnen. Und dann spielt man 2-8 oder so ähnlich. Aber nun gut, wir werden anfangen. Der Patch ist sehr, 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 sehr groß. Und deswegen werde ich dem Ganzen eine gewisse Würze, ein gewisses Tempo verleihen. Ja, eigentlich ist das gegenteilig, was ich gesagt habe, Würze und Tempo. Aber ist egal. Das heißt, der neue Champion soll dazukommen, Sylas, Sylas, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ich denke mal, er wird am Anfang sehr, sehr stark sein, weil er sehr einfach zu spielen ist. Ist vor allem ein Jungler. Ich denke mal, man könnte ihn auch auf der Top-Lane vielleicht mal testweise auspacken. Ich denke, er kommt entweder morgen Abend oder übermorgen raus. Dann haben wir Aatrox. Aatrox ist schon so ähnlich wie Irelia und Akali, diese drei Champions, werden schon seit 10 Patches genervt. Ja, viel zu crank einfach. Bei Aatrox wird die Q genervt und zwar nicht der Damage direkt, sondern seine Scalings. Das heißt, wenn wir uns die Scalings hier bei der Full-Combo angucken, von einem 3-6, das sind also 360% eurer AD werden verwertet. Ja, jetzt kommen wieder irgendwelche Mathe-Genies, aber es ist so, Leute. 360%, das ist komplett krank, auf 309%. Ja, ich sag's extra so, weil da könnt ihr euch vorstellen, 309%, 360 ist schon ziemlich viel, was abgezogen wird. Allerdings auf der Maximalstufe, also auf Stufe 5, ist es nicht mehr ganz so viel, das ist von 450, was komplett krank ist, by the way, auf 422. Total Attack Damage sogar. Außerdem wird sein E genervt, das heißt, der Dash hat 2 Sekunden Cooldown im Early und im Late Game. Das tut definitiv weh, also ich denke, dieser Patch wird auf jeden Fall schmerzen. Aurelion's Soul. Aurelion's Soul ist interessant, denn ich mag Aurelion, aber im Moment ist er gar nicht mal mehr so stark. Es gibt so ein paar OTPs, ich glaube, die sind gerade auch nicht so zufrieden mit ihm. Bei ihm wird was ziemlich Cooles gemacht, und zwar Star Search, seine Q. Die ist nämlich so ähnlich wie Anivia, das heißt, ihr könnt die zweimal casten. Und die zweite Aktivierung ist jetzt nach 0,25 Sekunden verfügbar. Das heißt, ich habe das auf dem PBE schon getestet. Ihr könnt Q machen und sofort wieder Q machen. Also nach 0,25 Sekunden. Ja, hier steht auch, ihr könnt das buffern. Das heißt, ihr könnt QQ drücken. Dann wird es instant ausgelöst, sobald die Zeit hier vorbei ist. Vorher waren es 0,65. Das heißt, man konnte Ziele, die direkt vor ihm stehen, nicht stunnen. Das geht jetzt schon. Das ist ziemlich cool. Außerdem wird der Stun jetzt scalend sein. Das heißt, je länger ihr unterwegs seid, also für wenn ihr bis zu maximal 5 Sekunden unterwegs seid, geht der Stun auf Stufe 5 auf 2,25 Sekunden. In einem riesigen Umfeld. Also das ist halt super cool. Vor allem deswegen, weil bisher war es ja so, du hast so einen riesigen Stern und er stand einfach für 1,5 Sekunden, wie es vorher war. Und jetzt wären es quasi 2,25. Nachteil hierbei ist, wenn ihr den direkt auslöst, das ist jetzt halt Zeitscaling, dann ist es nur 0,55 statt 1,1. Also die Hälfte. Das Ganze ist aber, solange er 0,75 Sekunden unterwegs ist, wieder auf 1,1. Ja, also vorher, wenn wir das jetzt mal so, erst dachte ich so, ja, okay, scheiße, 0,55 ist echt wenig. Wenn wir es jetzt aber wirklich mal so sehen, man kann vorher erst ab 0,65 Sekunden den Stun das zweite Mal auslösen. Und da sind schon fast die 0,75. Also, es ist eigentlich overall ein Buff. Definitiv ein Buff. Ja, dann haben wir Brand. Brand ist natürlich super ekelhaft, also komplett räudig, der Champion. Und bei ihm wird seine Passive genervt, das heißt, die burnt jetzt ein bisschen weniger durch. Ja, 3% statt 4%, tut aber immer noch weh. Cassiopeia ist aktuell auch sehr, sehr stark, vor allem seitdem die Leute die Q maxen. Und deswegen, ja, sagen sie jetzt so ein bisschen, wir nerven die W. Ich verstehe den Nerf auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Sie nerven Late Game damit schon Cassiopeia. Und zwar ist nämlich, ja, das Miasma, ich finde das im Late Game ist zwar nett und macht auch echt viel Schaden, aber da kommt es eigentlich gar nicht mal so krass drauf an. Aber, nun gut, ne, hier wird jetzt auf jeden Fall der Cooldown um 2 Sekunden erhöht im Late Game, der Damage um 20 pro Sekunde reduziert, das heißt, es macht nur noch 300 statt 400 Schaden. Tut auf jeden Fall weh, ist aber absolut noch verkraftbar, weil Cassiopeia gerade auf einem sehr, sehr guten Licht steht. Galio. Galio ist ein bisschen, ja, fragwürdig. Ja, sie haben ihm ja vor kurzem erst wieder einen Buff gegeben, der einfach viel zu stark war. Da habe ich ja auch noch ein Video zu gemacht gehabt, also ein Gameplay, und habe ja auch alles vernichtet. Und jetzt ziehen sie es wieder zurück. Also, die haben denselben Fehler jetzt zweimal gemacht quasi. Aber ja, das heißt, mehr Mana kosten, weniger Damage, weniger Scaling, weniger alles, weniger Damage auf der E. Irelia.
Irelia finde ich ein bisschen schade, was mitgemacht wird. Ja, ich hatte ja gesagt, Akali, Irelia. Na, Akali ist diesmal nicht dabei, aber Aatrox immerhin. Und zwar wird nämlich die Passive entfernt, dass ihr zusätzlichen Shield Damage macht. Und ich nehme das schon mal vorweg, dass ihr Gegner entwaffnet. Diese zwei Sachen werden weggenommen. Ich finde das etwas schade, weil ich fand, das waren einzigartige Sachen im Game, die es so noch nicht richtig gab. Ich kann das aber verstehen, dass diese Sachen weggenommen werden, weil Irelia einfach zu viel hat. Gucken wir uns ihre Ultimate an. Die Ultimate macht Damage, sie slowt und gibt Resets und hat Disarm. Das ist einfach viel zu viel. Und genauso bei ihrer Passive. Die Passive gibt euch Attack Speed, die gibt euch On-Hit Damage und die gibt euch ein Shield Damage noch. Das ist einfach zu viel drauf. Deswegen muss das weg. Ich würde mich aber freuen, so ein bisschen, wenn man das vielleicht einem anderen Champion gibt oder einem neuen Champion dann irgendwann gibt. Außerdem macht Blade Surge jetzt statt Double Damage an Minions Flat Bonus Damage. Kann ja jemand mal sagen. Ich blick da nicht ganz durch. Ich hätte gesagt, das ist wahrscheinlich ein Nerf. Aber das ist zu später Stunde für mein Gehirn. Leider zu viel. Da bin ich raus. Ich komme auch gerade vom Sport. Bauchtraining war komplett insane. Kreuzheben auch. Wollte ich reingeworfen haben. So, Javan. Javan kriegt Buff auf Laterne. Laterne ist hier unten. Auf seine, ja, Wurflaterne, auf seine Flagge. Und zwar gibt es nämlich mehr Attack Speed. 5%. Ist ziemlich cool, weil dieser Bonus wird nämlich verdoppelt, wenn er die Flagge wirft. Das heißt, es sind nicht 5%, sondern sogar 10%. Ja, diesen Buff hat er ja immer. Und wenn er die Flagge wirft, dann das Doppelte, ne? Also, gerade im Jungle, super cool, ne? Jungle Javan, let's go, boys. Jax wird genervt, das tut super heftig weh. Weil sein Attack Damage reduziert wird. Ist zwar nur ein Damage, aber, ne, Trinity verdoppelt das Ganze ja. Und so weiter. Außerdem wird Leak Strike, ja, da wird ein bisschen genervt, macht ein bisschen weniger Schaden. Kann man überleben, tut aber weh. Ja, im Late Game kannst du es nicht überleben. Kassadin, eigentlich macht mich das traurig, dass er genervt wird, obwohl ich in letzter Zeit nicht so viel spiele. Find aber den Nerf eigentlich ziemlich gut. Und zwar nehmen sie ihm nämlich Base Armor weg und Armor, die er pro Level dazu bekommt. Und es gibt ja immer ganz, ganz viele Kassadin-Hater, die sagen immer, Kassadin darf nie Meta sein. Kassadin, wenn Kassadin Meta ist, ist irgendwas falsch. Ne, das sind, habt ihr bestimmt schon mal gehört von dem einen oder anderen Streamer. Das Ding ist, ja, er ist halt ein Anti-Mage und er sollte halt gegen Anti-Mage-Champions sehr, sehr gut synergieren. Und deswegen ist er jetzt gerade, falls er mal ein AD-Matchup hat, was sowieso nicht seine besten sind, noch anfälliger. Das macht ihn aber auch anfälliger gegen Mage-Matchups, weil die natürlich, zumindest die Leute, die viele Autos benutzen. Ja, Kayn. Was mit Kayn passiert, ist ziemlich cool. Ich fasse euch das echt gut zusammen, ne, das ist nämlich super viel Text. Was passiert bei Kayn? Erstmal die Passive. Die Passive war ein komplettes Chaos. Es ist nämlich jetzt so, dass ihr diese Passive nimmt jetzt Farben an. Das heißt, sie wird rot oder blau, je nachdem, was als nächstes ansteht. Und ihr habt nicht mehr, vorher war es so viele Candy Passive nicht. Ich weiß, wie es war vorher. Ihr hattet zwei überlappende Bars, ja. Eine, die geht hoch und die andere, die geht auch hoch, die ist aber da drunter gewesen. Ja, und jetzt ist es eine insgesamt. Und deswegen braucht ihr auch 500 Punkte, die ihr jetzt sammeln müsst. Aber dafür könnt ihr jetzt halt, geht alles, was ihr sammelt, da rein und die Farbe verändert sich ständig. Das heißt, greift ihr am Anfang jemanden an, der Nahkämpfer ist, dann wird die rot. Greift ihr dann einen Fernkämpfer an, dann wird sie mit der Zeit blau. Und am Ende, an dem, wo ihr mehr Damage gemacht habt, verwandelt ihr euch. Nehmen wir also, ihr habt 500 Punkte, die ihr sammeln müsst. Ihr macht 400 Punkte Nahkampf-Damage und die letzten 100 Punkte macht ihr einem Fernkämpfer. Normalerweise müsste man sagen, okay, die letzten Punkte waren blau, ihr verwandelt euch zu einem Fernkämpfer. Ist falsch. Ihr werdet euch immer zu dem verwandeln, wo ihr mehr Punkte habt. Das heißt, na, es ist egal, wenn ihr am Ende den letzten Auto-Attack auf dem Fernkämpfer macht. Solange ihr fast nur rote Punkte habt oder die Mehrheit, dann werdet ihr zum Roten. So. Außer, es gibt einen Unterschied, solltet ihr 200 Punkte oder sagen wir, ihr habt 240 Punkte blau und 240 Punkte rot, dann entscheidet der letzte Auto-Attack, beziehungsweise die letzten Attacken. Wenn ihr dann einen blauen angreift, werdet ihr blau. Wenn ihr dann einen roten angreift, werdet ihr rot. Ist ja eigentlich logisch. Wenn ihr euch für eine Form entscheidet, das heißt, solltet ihr die rote Form bekommen, noch nicht entschieden, ihr bekommt die rote Form, wollt aber die blaue, könnt ihr Essenzen sammeln, das heißt, blaue Essenzen sammeln, um die Zeit zu reduzieren, wo ihr drauf warten müsst. Das heißt, müsst ihr 4 Minuten warten, greift ihr jemanden an, einen Fernkämpfer, einen Corki, angreifen, 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 dann braucht ihr vielleicht nur noch 3 Minuten warten. Ist alles ziemlich cool, finde ich super nice, ist einfach super geil. Außerdem, was passiert ist, dass sein Shadow Step, ihr müsst jetzt nicht warten, bis er, kennt ihr bestimmt, ne, Kayn Mains kennen, ihr müsst immer warten, bis das ausgelaufen ist, bevor ihr backporten könnt, das nervt. Und seine Ultimate in Shadow Assassin Form kann jetzt auf 500 Range gecastet werden.
Das heißt, damit könnt ihr besser escapen oder vielleicht jemanden chasen. Ist ziemlich cool, gefällt mir. Nico wird gechanged, muss man sagen. Und zwar grundsätzlich erstmal, die W hält länger. Ich finde es nicht gut, dass Nico gebufft wird, aber ich finde gut, dass die W gebufft wird. Ich bin ein fairer Mann einfach. Weil, also ich hasse den Champion, aber der Buff ist fair, weil der ist gut. Das ist, was Nico ausmacht so ein bisschen, mit dem Klon da zu trollen. Aber 2 Sekunden ist einfach viel zu wenig. Da fällst du, ne, du bist kurz davor, drauf reinzufallen und dann verschwindet der einfach schon. Deswegen 3 Sekunden ist ziemlich cool, ne? Ansonsten noch, ihre Ultimate wird ein bisschen gechanged. Das heißt, sie slowt nicht mehr die Gegner. Man kommt also schneller aus der Ultimate raus. Allerdings löst sie schneller aus, weil sie nur noch 0,6 Sekunden in die Luft springt. Ohren wird ein bisschen gebufft. Rakan, oh mein Gott, Leute. Rakan-Mates. Ich bin ja auch ein Rakan-Main. Tut mir übel leid. Armor wird genervt. Das ist schon mal super schlimm, weil ich sterbe mit Rakan immer 12 Mal pro Game, gefühlt. Grand Entrance. Verstehe ich überhaupt gar nicht. Also ich verstehe, dass Rakan ein echt starker Pick ist, ja. Bin ich komplett dahinter. Ist ein super krasser Champion, aber... Also, für alle, die es nicht wissen, die W skaliert mit Move and Speed. Das heißt, vorher hatte sie einen Speed von 2050, also wie schnell ihr auf den Gegner springt, plus 30% von eurem Move and Speed. Habt ihr Moiboots gekauft? Habt ihr Shurelias gekauft? Habt ihr Deadman's Plate? Was weiß ich, was ihr gekauft habt? Eure W springt schneller, was cool ist, weil ihr habt Motivation, Move and Speed Item zu kaufen, ja. Ihr scaled, das ist geil, ne? Supporter scalen ja sowieso meist nicht, weil AP hast du kein Geld für, AD hast du kein Geld für, dann wenigstens Move and Speed. Das wird jetzt geändert auf 1400, was schon mal komplett, ihr seid todeslangsam. Das ist, als wenn eine Schnecke auf euch zufliegt. Stellt euch das vor alleine. Und, aber jetzt könnte man sagen, okay, hey, da ist noch ein Scaling dabei, und zwar eure Boots. Unupgradete Boots plus 45 oder upgradete Boots plus 80. Holy shit. Mit den upgradeten Boots kommen wir auf 1480. Wahnsinn, da sind wir ja fast bei den 2050, wo noch die 30% fehlen. Tilt. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Hätten sie das umgekehrt gemacht, hätten sie gesagt, 1400 plus 30% Move and Speed, ne? Wäre cool gewesen. Aber so ist es kacke. Dafür muss man aber fairerweise sagen, löst jetzt der Dash schneller aus. Das heißt, ihr müsst nicht so lange da rumliegen, bis er hochspringt, sondern nur noch 0,35 statt 0,5. Finde ich trotzdem kacke. Shyvana macht doppelten Damage an Dragons und macht mehr Damage mit ihrer E-On-Hit. Das ist super crank, Leute. Das klingt super wenig. Das sind nur 0,75, aber mit eurer Q haut ihr zweimal zu. Das heißt, es ist schon mal 1,5. Out-Attack Q heißt, ihr habt schon mal 2,25% Max Life Damage. Und da macht ihr eh noch 12 Auto-Attacks hinterher. Also das ist echt krass, vor allem im Jungle Clear. Vor allem gegen Dragons, vor allem gegen Barons, vor allem gegen Red Buffs, gegen alles. Super krass. Klingt wenig, super krass. Tahm Kench, ja, geht so. Urgott. Also bei Tahm Kench ist halt nur, dass man jetzt, das Verbündete, die den Kampf sind, nicht in die Ulti können. Ja. Nicht, dass jetzt, du wirst Tahm Kench gar nicht vorlesen. Ich bin Tahm Kench Main. Urgott. Urgott wird genervt, weniger Armor, mehr Mana-Kosten, Purge, was man als erstes max super viel Cooldown. Statt 13 Sekunden, 17 Sekunden, wird aber auf 9 Sekunden runtergehen, aber trotzdem erstmal relativ 4 Sekunden. Volibear, seine E, wenn ihr jemanden E't, während er in der Luft geworfen wird, kennt ihr es, ja, eine neue Mechanik reingefügt worden, macht jetzt wieder Max-Life-Damage. 8% waren, glaube ich, ganz am Anfang auch Max-Life-Damage, aber zumindest auf dem PBE. Ja, vorher war es Flat Damage, das heißt, gerade im Jungle ist das geil, weil so ein Red Buff hat halt super viel Leben. Ansonsten gegen Tanks ist es sehr, sehr geil, vielleicht auch auf der Top Lane gegen Tanks. Gegen squishige Targets, also gegen AD Carries und so, wären die 120 wahrscheinlich besser gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Ultimate, mehr AP Scaling, außerdem kommt der Blitz schneller und weniger Delay zwischen den Blitzen. Yorick. Die Viecher von ihm machen keinen reduzierten Damage mehr, wenn die Viecher weit weg von ihm sind. Das heißt, sein Split-Push ohne ihn selbst ist deutlich stärker geworden. Ansonsten hat er mehr Gräber zur Verfügung, kann also mehr Ghule zaubern. Die Ghule kosten weniger Geld, finde ich eine coole Idee, weil die Ghule sind ja das, was ihm ausmachen so ein bisschen. Und sein Ultimate scaled jetzt mit seinem Leben 70% statt 30%, also mehr mit seinem Leben. Dafür hat er aber auch weniger HP, 3000, gerade im Early Game nur 300. Und er kann beim Doppelklick seinen Geist freisetzen, sodass er direkt auf die Lane geht. Yes. Zyra hat weniger Mana-Regeneration. Bei Evelynn sind einfach nur so Comfort-Buffs. Und Klett ist auch irgendwas. Uninteressant. Ich bin Klett-Main. Ja, hier. Justing through Minions is no longer likely to stack them directly on top of each other. Wer das weiß, keine Ahnung, was das heißt. Man stackt nicht mehr. So, Oblivion Orb. Und jetzt langsam fängt es an zu schmerzen. Ja, Leute, die denken, Tobi, war es eigentlich Clickbait mit dem Titel? Nee, jetzt geht's nämlich los. Oblivion Orb
weniger AP und mehr Gold. Ja, das heißt doppelter Nerf. Du bezahlst, du kriegst, das ist wie Milch. Du bezahlst die, oder für alles, ne, für Wodkaflaschen. Die werden, ne, Wodkaflaschen werden nicht kleiner, ne, aber, ne, alles so, die wird immer kleiner und bezahlst mehr dafür. Ja, ist erstmal kacke. Das heißt, wen trifft das? Assassins und alle, die natürlich Heal Reduce brauchen. Aber vor allem AP-Assassins. Morellus, ich mag Morellus eigentlich sowieso nicht, aber sogar minus 10 AP. Ja, ist ein bisschen RIP. Kostet dafür allerdings 100 Gold weniger. Sunfire Cloak, ja, kostet, oder Cape, kostet ein bisschen weniger Geld. Ist ganz nett. Overheal wird gebufft, würde ich insgesamt sagen. Das heißt, ihr könnt zwar durch Ellie Heal nur noch 100% Scaling mit dem Level bekommen, also an Overheal-Schild, aber euer eigener Heal, ja, gerade mit Blutdürster, geht auf 100% hoch. Das heißt, wenn ihr Blutdürster und das hier habt, dann kriegt ihr ein gigantisches Gigaschild. Also riesengroß. Und der Schild droppt nach 6 Sekunden nicht sofort, sondern immer nur 2,5%. Ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Buff. Und das Ganze wird dadurch unterstützt, dass Bloodline jetzt stärker wird. Und zwar kriegt ihr pro Stack zwar noch 0,6, könnt aber 20 Stacks und auf 12% kommen. Cutdown wird ich würde sagen, im Early Game auf jeden Fall gebufft, denn jetzt scaled das Ganze mit dem prozentualen Life. 10% bis 100% statt für 150 HP bis 2000 HP. Na, also ich denke, das ist gerade im Early Game hat man da mehr Vorteile, hat allerdings auch nur noch bis 10% Schaden. Ja, ich meine, dass jemand 2000 mehr HP hat als du, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ja, absoluter Fokus wird genervt, das heißt, hier fängt wieder Assassin Nerf 2. Bedeutet, wir haben hier statt 3 bis 24 Damage noch bis 18 Damage und auch AP wird genervt. Adaptiver Damage um 1 reduziert, Armor um 1 erhöht, Magieresistenz um 2 erhöht, Assassin Nerf 3, ja. Ignite wird genervt, das heißt, klar, du hast es öfter ready, aber nur noch 410 statt 505 Damage. Assassin Nerf 4, Hand of Baron. Hand of Baron ist so, dass es jetzt im Early Game, die Argumentation ist diese, dass man sagt, oh, wir sind schon bei 17 Minuten, ich muss Gas geben. Aber es ist einfach sau viel. Dass man sagt, hey, ne, wenn du unglücklich einen Baron abgegeben hast oder die Gegner den gerusht haben, ist das Game meist over gewesen. Und das ist wirklich so. Und jetzt soll es nicht ganz so bestrafend sein. Das heißt, der erste Baron ist schwächer. Ja, ihr habt zum Beispiel jetzt statt 24 Attack Damage 12 Attack Damage. Vorher hattet ihr halt deutlich, oder jetzt im Late Game ist es gleich, aber im Early Game ist halt weniger. Würde ich auch als Assassin Nerf beziehen, weil Assassins meistens im Early Game stark sind, sodass sie auch früh den Baron machen können. Ja, du hast die Kontrolle über das Game und kannst Baron machen. Sagen wir 4,5 bis 5. Sagen wir 4,5, ja. Außerdem, Inhibitor und Nexus-Türme. Ab Minute 31 bis 45 hatten die Scaling 55 bis 70 Armor. Die haben jetzt immer 70 Armor und Magieresistenz. Assassin Nerf 5,5. Jungle Camp Experience, also die Jungler bekommen jetzt weniger XP, ja, das heißt, ihr bekommt weniger XP, ist einfach so. Und Challenging Smite wird genervt, das heißt, es macht weniger Schaden und gibt euch keine Vision mehr. Ich würde sagen, ja, das ist halt so, spielen auch einige Assassins damit, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es auf Kha'Zix, aber auf Nidalee und ne, ein paar, sagen wir 0,5. Ja, es gibt auch so Champions wie Jarvan und so, die damit spielen und Kayn, also ein halber. Also sind wir bei 6 Assassin Nerfs. Holy shit, das heißt, ich werde jetzt definitiv Xerath-Main werden, ob ihr es wollt oder nicht. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch. Ich hoffe, es war eine gute Erklärung. Ich hoffe, ja, ihr habt morgen viel, viel Glück in den Games. Und ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommen wieder übrigens regelmäßig Videos. Ja, es tut mir leid, aber morgen, 15 Uhr, geht's wieder los. Ich werde auch regelmäßig jetzt streamen und wieder zum Sport und mein Leben in den Griff kriegen. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.